So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir hatten ein Date mit Lukaku. Ich erinnere mich ganz grob daran. Stimmt, bei LA Noir hätte der Rohrkommando irgendwie gepasst. Da gebe ich dir recht, Raron. So. Beim letzten Mal hatten wir ein sehr schönes Date mit unserer, ich sag mal, dritten Schwärmerei, wie es mein Schatz neben mir so gesagt hatte. Wie war das nochmal? Ein interessant. Okay, offenbar ist Steins Gate jetzt das Vögelspiel, wird mir gerade von der Seite gesagt. Ja, sie hat nicht Unrecht, muss ich dazu sagen. Im Endeffekt, wenn man mal drüber nachdenkt, die alternativen Enden, beziehungsweise da Daru der einzige andere männliche Hauptcharakter ist, haben wir in dem Spiel hier einen Harem rumlaufen. Und mit wie vielen Charakteren macht Okabe bitte schön rum, jetzt im Verlauf des Spiels, wenn wir die alternativen Enden spielen? Er ist mit Suzua abgehauen in die Vergangenheit, um da mit ihr was zu machen. Ja, Shiva hört man nicht, weil sie ist daneben und spielt gerade Ni no Kuni. Und es ist auch so extra so eingestellt, damit sie mich oder euch, sag ich mal, jetzt nicht die Ohren hören könnte. Ja, ich weiß, es klingt doof. Ja, was soll ich sagen? Und nachher werde ich auch nicht versuchen, in ihren Stream hier reinzuhacken mit meinen Tastatur. Nein, das war nicht auf deinen Controller bezogen, Schatz, keine Sorge. Stimmt, den hört man wahrscheinlich sowieso nicht. Und deswegen, man hört sie gar nicht. Aber sie hat im Endeffekt recht. Suzua sind wir mit zusammen abgehauen. Mit Feris, ups, hatten wir, sie sind unsere Freundin geworden in der alternativen Zeitlinie, als wir versucht haben, ihren Vater nicht loszuwerden. Und jetzt kommt Lukaku. Und komm, wir waren mit Lukaku auf einem verdammten Date. Also, was kann dabei jetzt noch rauskommen? Ich bitte uns. Suzua, habe ich Alternative verpasst, dass das. Dass die was hatten zumindest. Nee, Melli, die hatten jetzt nichts zusammen gut, aber komm. Suzua hat Okabe ja im Endeffekt aus dieser Zeitschleife heraus gerettet, sagen wir mal, um mit ihr in die Vergangenheit zu fliehen, damit er nicht die ganze Zeit immer diesen Tag wieder erleben muss. Und das war am Ende schon so semi-romantisch, muss man sagen. Von daher, ich glaube einfach mal, die werden dann am Ende da sowieso zusammenleben in der Vergangenheit, weil sie die einzigen Personen sind, die einander kennen. Ja, eben Darkness das auch. Na gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir müssten jetzt theoretisch uns eigentlich jetzt dem Lukaku-Ende nähern. Und dann schauen wir da auch mal rein, würde ich sagen. Auch wenn ich es vielleicht ein bisschen schneller abhake heute. Wir wollen das Spiel dann langsam mal zu Ende bringen. Wir kehren zurück mit leeren Händen zum Yanabashi-Schrein, der in das Rot der Abendsonne gefärbt ist, der untergehenden Abendsonne. Lukaku lässt meine Hand los, nachdem wir angekommen sind. Wir verbringen eine. We spent the whole walk. Achso, wir haben den gesamten Gang hierher Hand in Hand verbracht. Dann dreht sie sich zu mir um. Also jetzt heißt es Abschied nehmen. Jo. Ich bin wirklich froh, dass ich mit dir wieder trainieren konnte. Sie lächelt mich schüchtern an. Aber ihre Wangen sind pink gefärbt. Ich kann sagen, dass sie verzweifelt versucht, die Tränen zurückzuhalten. Aber diese Tränen haben eine andere Bedeutung als die, die ich beim letzten Zeitsprung gesehen hatte bei ihr. Oder zumindest möchte ich das denken. Ich habe nicht wirklich irgendetwas Freundartiges für dich getan, oder? Das ist nicht wichtig. Ja, du hast recht. Ich bin wirklich erleichtert, denn Lukaku lächelt wieder für mich. Bitte, rette Mayuri-chan. Mayuri-chan war
Sie ist mir wirklich wichtig. Dukaku. No. Bitte, geh schon. Wenn du es nicht tust, dann fange ich vielleicht an zu weinen. Also bitte. Danke für alles. Ich sehe gerade nochmal hinüber in die Zuschauerliste. Ich sehe einen Apple Bad Apple. Guten Abend, hallihallo. Und Toruno ist auch mal wieder dabei. Hallihallo, mein Lieber. Mhm. Haben wir auch noch eine Liebesgeschichte mit da. Oh Gott, Melly, Hilfe! Die kannst du gern durchmachen. Ich verzichte auf diesen Storystrang. Ah, das ist der Zeitpunkt, wo ich diesen Satz benutze, richtig? Fast, Lugako. Konguru da. Es heißt Konguru. Wie Känguru. Aber ich muss selbst darüber lächeln. Lugako zwingt sich auch dazu, sich ein Lächeln auf. Schön, wenn die Kamera nicht immer wieder zurückrutscht, aber Moment. Aha, Problemlösung. Sie verbeugt sich tief vor mir. Und sie hebt ihren Kopf danach nicht mehr. Ein Zeichen für mich, endlich zu gehen. Die Frage ist, wo kommt der Punkt? Ich drehe mich weg vom Torbogen am Eingang des Schreins. Meine Füße sind schwer. Sie wollen nicht vorwärts gehen. Ich halte an vor den Stufen. Dann nehme ich mein Handy raus. Und wir rufen unsere Assistentin an. Moshi moshi, Okabe. Mayuri kara denwa atta wa yo. Pun pun shite ta. Anta ga Komima ni kuru yakusoku o suppokashita atte. Leute, haben wir gerade irgendwie Lags oder sowas? Ich meine, ich sehe die Zahl, dass immer noch 15% hier stehen, aber sie sinkt auch nicht. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Haben wir irgendwelche Bildprobleme gerade oder so? Sagt's mir mal bitte. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen am Ping rumdoktern. Ja, ein paar. Darkness, du erkennst nix. Das ist nicht sehr hilfreich. Ton gut, Bild manchmal mäh. Ah ja, okay. Ja, wartet. Dann machen wir mal was anders. Machen wir es mal so. Schauen wir mal, ob das hilft. Ich habe mal den Puffer ausgemacht. Vielleicht bringt das ein bisschen Besserung. Überhaupt keine Lets, trotz Internetprobleme. Es kann sein, dass es flüssig läuft, Leute, und dass ab und zu vielleicht so ein kleiner Schluck auf drin ist. Weil ich meine, ich habe hier dankbarerweise keine, Gimli! Die 50 sind voll, hat recht. Dass die 50 Euro voll ist. Lies vor. Blöde Spendentusse, du sollst vorlesen, wenn eine Spende reinkommt. Die 50 Euro fürs neue Headset sind voll. Wow. Ich danke dir, mein Lieber. Dann wird's ja demnächst Zeit. Kann ich dann gucken, denk mal, wenn ich mich wieder nach Hause tigere, dass ich dann mal schaue wegen Bestellen und so weiter, beziehungsweise dann, es wurde vorgelesen, es ist zu leise bei mir, ihr habt recht. Also wenn, dann ist es sogar bei mir zu leise, aber es kann halt sein, weil ich die Boxen gerade unten so leise gestellt habe, damit das Spiel nicht reinkommt ins Mikrofon dieses Mal. Ich muss das noch umstellen, weil ich möchte natürlich nicht mit den Ersatzboxen, dass das hier Probleme macht, deswegen muss ich alles noch auf Headset umstellen. Heute ist das noch nicht der Fall. Grammar-Nazi. Na schön. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dir. Dann kann ich mich mal umsehen nach etwas bequemeren. Hust, hust.
Ohne Hintergrundmusik und Spiel ist es Lautstärke voll okay. Ja gut, jetzt gerade ist natürlich nichts bei Steins Gate los, Melli. Von daher klar, dass man es dann besser versteht. Und vor allem, wenn ich nicht dazwischen labere, weil ich es gemerkt habe. Aber wenn wir nachher Spiel haben und wir sowas wieder haben wie Dark Messiah zum Beispiel oder was war noch, oder Bioshock, dann wird da immer genug Hintergrundgeräusche sein. Von daher dann, naja, ist ein bisschen unpraktisch. Bräuchte eine Option, wo man die Lautstärke automatisch gedrosselt wird, wenn eine Spende reinkommt. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Nun gut. Okay, aber Mayuri hat angerufen. Sie war echt sauer. You stood her up on your promise. Ich glaube, du hast sie stehen gelassen, obwohl du es ihr versprochen hast, bei der Komima. Christina, immer kann ich Banco. Gimli, übertreib's nicht! Das Spendenziel ist voll, du brauchst sie doch mal 50 drauflegen. Hilfe! Ich meine, ich werde dich nicht noch aufhalten, aber ich bin nicht so gierig. Dankeschön. Wir hatten das schon mit Monster Lord. Wofür ich immer noch supermäßig dankbar bin. Das ist einfach die Stimme. Ja, die Stimme kann ich entsprechend auch laut aufdrehen, aber ich will sie nicht lauter haben als mich, sag ich mal, weil ich glaube, ich bin im Vergleich zum Spielsound schon relativ laut. Christina, du musst für mich die folgende Nummer in die Phone Wave eingeben. 何よ。どういうことか説明して。 Was? Erklär mir das. いいから。頼む。これから。D-Mail を送る。 Bitte, tu es einfach. Ich werde eine D-Mail senden. Ich höre einen Seufzen auf der anderen Seite der Leitung.番号は。 Die Nummer ist. Ich sage ihr Lukaku, die Pager-Nummer von Lukakos Mutter mit einem weiteren Zahlenstrang noch dazu. Uiuiui, das ist ein langer Zahlenstrang, ja, das stimmt. Wofür war der denn nochmal? Oder ging das darum, weil es ein Pager ist, das in einen anderen Code eingeben mussten? Ja, Geld für Uni ist nie verkehrt, aber zumindest ist das Semester inzwischen überwiesen, von daher. Ja gut, man kann es auch so sehen, da ich ja lecker hier am Kochen bin für mich und meine bessere Hälfte, kann man es auch für Lebensmittel ausgeben, aber ja gut. Nein, wenn dann bequemes Headset, damit ich, wenn ich ja hier so schön bin, halt in Zukunft, ne, dass ich dann etwas auf den Ohren habe, was mich nicht nach Stunden dann mit Kopfschmerzen versieht. Leute, wir brauchen noch 200 € mehr offenbar. Mir wird gerade von der Seite gesagt, Chivas Headset kostet 250 €. Also, neues Spendenziel. Nein, so teuer kaufe ich mir nicht was. 250 €? What the fuck? Nee. Also, ich glaube, das Allerhöchste für mich wäre irgendwie so 80 bis 100 oder sowas. Heiliger. Das ist ja, das ist übel. Ich habe mich nach GameStar-Preisen gerichtet, als ich die 50 € da reingestellt hatte. Meat, Meat, Veg, Veg, Meat, Meat, Veg, Veg. Also, wenn sie das sieht, dann denkt Lukakos Mutter wahrscheinlich, dass es sich hierbei um einen Streich gehandelt hat. Und dann wird sie einfach annehmen, dass die D-Mail, die wir früher gesendet haben, ebenfalls ein Streich war. Ich denke, das wird die Weltenlinie immer noch nicht verändern, aber und wir können dann versuchen, etwas anderes zu machen. Pagers im Jahr 1992 haben nicht die Sendernummer angezeigt. Des Senders. Und Lukakos Mutter wird nicht wissen, wer sie gesendet hat. Okay, Shiva will mein Geld haben. Ja, Gimli hat sie gerade so eben gesagt gehabt. Spendable Zuschauer oder was, schickt ihr bitte. Ach, Quatsch, Raron. Ja, nee, Raron, das war vom Hersteller selbst gesendet. In dem Punkt. Einfach mit so, ich mache Werbung oder ich teste, bewerte das Headset und dafür bekommt man es. Das kann funktionieren. So ist das halt. Aber selbst wenn, ich würde nicht ein 250 € Headset wahrscheinlich wollen. Hauptsache, meine Ohren brennen nicht durch, wenn ich eins trage. Gut. Und sie konnte sich keins aussuchen. Das wurde ihr so geschickt. Von daher, das war dann einfach nur die Sache, ich brauche Headset, was Ohren gut tut und das war dann die Endwahl. Und ja gut, dir ist es ja bequem. Von daher keine Klagen. Ich habe Kuriso bereits die Einstellung für den Timer gesagt. Alles ist bereit. Und jetzt?
Na komm schon, wann kommt der Punkt, wo ich vor die Wahl gestellt werde? I hang up once. Ich lege auf, als ich den bestätigt bekomme, dass der 42 Zoll Fernseher unten eingestellt ist. Jetzt muss ich nur noch die Phone Wave anrufen. Das wird die Weltenlinie verändern. Ah, okay, erst bekommen wir eine Rückblende auf Lukaku, die uns wieder zeigt, was wir denn so dann böse Dinge angestellt hätten. Lukaku wird wieder zu einem Mann. Ihre Erinnerungen werden verschwinden. Mayuri wird heute nicht sterben. Allerdings, ich zögere, als ich mein Adressbuch aus dem Handy heraus suche. Meine Gedanken wenden sich zu Lukaku, der wahrscheinlich immer noch mich von hinten beobachtet. Wenn ich mich jetzt umdrehe, was werde ich dann für einen Gesichtsausdruck bei ihr sehen? Ich will es überprüfen, aber ich denke nicht, dass sie das wollen würde. Lukaku hat heute endlich mal lächeln können, aber ich habe immer noch dieses Reservations, ich habe immer noch diese leichte Zurückhaltung in mir. Wenn ihr was Komisches hört im Hintergrund, das ist die Waschmaschine. Sollte ich gerade nur einmal erwähnt haben. Ah, bye Gimli. Haust da rein, tschüss. Ja, genau, Melly. Lukaku hat ein anderes Geschlecht bekommen, weil sich die Mutter anders ernährt hatte. Und Gimli hat übrigens ein 350-Euro-Headset. Ihr seid bekloppt. Ja, auch Melly, aber keine Ahnung. Das Thema ist was anderes. Dieses Mal bin ich da, werde ich Lukakos Erinnerungen opfern müssen. Die Erinnerungen von eines 17-jährigen Mädchens, die sie als, von jemandem, der 17 Jahre jetzt als Mädchen gelebt hat auf dieser Weltenlinie. Die Erinnerungen ihrer Eltern, die sich gefreut haben, als eine Tochter geboren wurde. Ich bin dabei, alles zu löschen. Aber wenn ich es nicht tue, dann werde ich, werde ich den 17-jährigen, als Mann geborenen Lukaku zurückweisen. Ich werde die Erinnerungen seiner Eltern zurückweisen, die sich gefreut haben, dass ein Sohn geboren wurde. Und trotzdem, ist es okay, Lukaku wieder zu einem Mann zu machen? Ich fühle mich verloren. Ich kann nicht einen weiteren Schritt machen. Ich habe die Erinnerung von zwei Freunden bereits geopfert. So war Unfaires. Der Anblick ihrer Tränen hat sich in meine Gedanken eingebrannt. Irgendetwas Weiches drückt gegen meinen Rücken. Lukaku hat mich von hinten umarmt. Oh fuck. Oh, komm schon. Höre ein leichtes Schluchzen. Was für ein Gesichtsausdruck deckt sie wohl jetzt? Selbst ohne zu gucken, weiß ich es. Ich will mich nicht wirklich wieder zurückverwandeln. Ihre Worte sind wie Nadeln, die mir ins Herz stechen. Hilft. Wenn ich wieder zu einem Mann werde, dann muss ich meine Gefühle für dich wieder verstecken. Es wäre falsch, dich zu lieben, wenn ich ein Mann bin. Ich habe prinzipiell nichts gegen Homosexuelle, aber leider bin ich heterosexuell. Ich wäre
nicht in der Lage, Lukakos Gefühle zu beantworten, wenn ich ein Mann wäre, wenn er ein Mann wäre. Meine Erinnerungen an den heutigen Tag werden auch verschwinden, oder? Dass wir zusammen Händchen gehalten haben und zusammen gegangen sind. Und dass wir wieder zusammen trainiert haben nach so einer langen Zeit. Und dass ich jetzt gerade Okabes Körper berühren darf. Ich will es nicht vergessen, ich will nicht. Denn ich liebe dich. Liebe dich, Okabes. Ich will auch Mayuri-chan retten. Und ich verstehe, dass es keinen anderen Weg gibt, aber... Trotzdem weh. Und zumindest will ich die Erinnerung an den heutigen Tag behalten dürfen. Wenn ich gewusst hätte, wie sehr das schmerzen wird. Dann hätte ich mir von Anfang an nicht gewünscht, ein Mädchen zu werden. Lukako. Es tut mir leid. Ich weiß, das bedeutet dir nichts, oder? Was los? Vielleicht zieht es sich bei Kälte einfach zusammen oder zurück. Wenigstens der Chat schafft es noch, die Frau neben mir zu erfreuen. Dankeschön, Leute. Selbst als ein Kerl bleibst du immer noch Lukako für mich. Das wird sich nicht verändern. Ja, es macht mich froh, das von dir zu hören. Bitte, sende die E-Mail. Bitte, sende sie schnell. Wenn du mich die Wärme deines Körpers noch länger fühlen lässt, dann... könnte ich vielleicht noch schlimmere Dinge sagen. Denn ich kann meine Gefühle nicht mehr zurückhalten.
Ist das wirklich okay? Bin dabei, schon wieder jemanden zu opfern. Ist es an mir? Darf ich diese Entscheidung machen? Meine Finger zittern an meinem Handy. Aber Lukakos zitternde Finger umarmen mich auch. Uki. Das ist der Punkt, Leute. Ich soll die Hand vor die Kamera machen, weil jetzt gerade jemand durchs Bild laufen wird, Leute. Verzeiht. Was, wenn ich wackle? Was ist, wenn ich wackle mit der Hand? Hab ich schon. Au! Sie haut mich! Leute, also das, ich glaube, das, obwohl, ich weiß nicht, ob ich das Moeka-Ende überhaupt sehen will. Ich meine, ihre Geschichte interessiert mich noch am wenigsten, aber verdammt nochmal. Immer so schön schwierig. Wollt ihr sehen, Leute? Ich stelle das in eure Hände. Ihr guckt schließlich zu, also ist die Frage, ob ihr das Ende, das Ending sehen wollt. Nein? Ja gut, nicht muss zumindest. Das Spielen müssen tue ich es nicht. Von wollen, wir hatten schon angefangen, zwei zu zeigen. Von daher ist halt immer die Frage, die extra Zeit noch komplett reinstecken und die nächste Stunde hier noch vorzulesen, ne? Wenigstens eine Stunde. Charon, das ist keine Aussage. Das Ende gerne sehen wollen. Welches Ende? Das hier oder das Richtige? Darkness möchte es auch sehen. Naja, 100% Run. Gut, das ist schon eher eine Aussage. Na schön. Wirst du dich an mich erinnern? Ha. Mit nur einem Anruf an die Phonewave kann ich eine Nachricht an den Pager von Lukakos Mutter senden. Wirst du dich an mich erinnern als Mädchen? Ha. Ja. Wenn ich diesen Anruf mache. Wirst du dich erinnern an diese vier kurzen Tage, die wir zusammen hatten? Das ging schnell. Also ich meine, bei Feris, glaube ich, hatten wir länger Zeit, um nicht abzusenden. Monsterlord scheint die gewisse Gefühle zu haben, im Punkt, dass ich es tun soll. Von daher, okay, ist ja gut, ich mache ja schon. Ich glaube, ich muss dann wirklich nochmal ein LAN-Kabel kaufen in puncto Verbindung zum Router. Ja, ja, wackel du mit deinem Kopf. Bei mir zu Hause ist der PC auch mit dem Kabel verbunden, das ist nicht besser. Ja! Und du lädst neben meinen Stream. Mhm. Ich glaube, ich muss hier gleich mit irgendwas werfen, ey. Ich finde sicherlich was in der Schublade, keine Sorge, Leute. Nein, ich kann es nicht tun. Aber warum? Ich kann es nicht tun. Ich kann nicht jemandes Erinnerung wieder opfern. Ich habe bereits nach den Gefühlen und Erinnerungen von Suso und Feris getreten. Ich habe mich blind gestellt für ihr Leiden.
Die ganze Zeit, während ich mir gesagt habe, dass ich Mayuri rette. Ich habe das Ganze rechtfertigt, indem ich mir gesagt habe, dass ich ihre Bürde schultern würde. Aber das war einfach nur eine praktische Ausrede. Ich habe nicht das Recht, das zu tun. Ich falle auf die Knie. Ich kann nicht mehr stehen. Die einzige Möglichkeit, Mayuri zu retten, ist es, diese D-Mail zu senden. Es gibt keine Alternative. Und trotzdem, ich habe nicht das Recht, Lukakos gesamtes Leben als Mädchen auszulöschen. Ich kann so etwas Arrogantes nicht tun. Und noch mehr als das, ich will Lukako nicht mehr verlieren. Mayuri kann nicht gerettet werden. Mayuris Tod ist vom Schicksal besiegelt. Egal wie viele Weltenlinien ich überquere, die Konvergenz wird auftauchen. Mayuri wird sterben, egal was passiert. Ich bin einfach nur müde. Mayuri, es tut mir leid. Mein Ego war nicht stark genug, alles zu opfern für dich. Der erste Tag der Kumima ist zu Ende gegangen. Ein paar Otaku-Krieger verbringen immer noch, sind immer noch da und überprüfen die Überreste, bevor sie ihre Odyssee nach Hause antreten. Ansonsten ist Ariake still und silent und immer noch. As if the crowd, Lukaku and I saw. Also, und Ariake ist still, als wäre die Menge, die Lukaku und ich diesen Nachmittag gesehen haben, als wäre es eine Lüge gewesen. Die Komima geht für 3 Tage am Stück, aber es fühlt sich so an, als wäre bereits das Ende des Festivals gekommen. Natürlich, die Stille hält nur heute Nacht an. Morgen werden die Leute wieder kommen und diese große Promenade wieder füllen. Meine Hand greift nach meiner Brust. Mayuri wird in weniger als einer Stunde sterben und ich bin nicht bereit dafür. Auch so möchte ich bei ihren finalen Momenten bei ihr sein. Ich werde diese Weltenlinie. Ich werde sie nicht alleine gehen lassen. Das ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin, nachdem ich den Schrein verlassen habe. Sie sollte irgendwo noch hier in Ariake sein. Ich habe vorher sowohl Mayuri als auch Daru per Mail kontaktiert. Wenn sie immer noch in Ariake sind, dann sollten sie jede Minute hier sein. Mein Handy klingelt und ist sogar eine Entscheidung, ob ich rangehen kann oder nicht. Interessant. Das in einem optionalen Storystrang. Okay, na gut. Mein Handy klingelt, wer hätte es gedacht. Allerdings, der Name auf dem Display ist nicht der, den ich erwartet hätte. Eine Mail von Lukako. Bitte sag mir, ist das wirklich in Ordnung? Lukako. Das muss sie nicht sagen zu mir. Ich weiß genau, was es bedeutet. Aber die Bedeutung der E-Mail ist mir sofort klar. Es gibt nur eines, was ich dazu sagen kann. Alles wird in Ordnung sein. Das war meine Entscheidung. Du musst dir über nichts Sorgen machen. Ich weiß, die E-Mail wird nicht genug sein, um Lukako davon abzuhalten, sich selbst die Schuld zu geben. Aber ich habe sie trotzdem gesendet. Und auch wenn nur, um meinen eigenen Willen wieder zu stärken. Erinnerungen an diesen Morgen kommen wieder hoch. Mayuri ist beim Labor gewesen auf dem Weg zur Komima und ich habe auf der Couch geschlafen. Eine Erinnerung an den heutigen Morgen. Plötzlich die Dunkelheit wird weggebrannt von dem Licht.
Ich zwinkere durch meine Augen, durch die fluoreszierende Strahlung und hebe meinen Kopf, um zu sehen, wer eingetreten ist. Tut mir leid, Okarin, habe ich dich aufgeweckt? Mayuri war dort und hat eine Brieftasche im Arm gehalten. Nein, ich habe nicht wirklich geschlafen. Ich bin die ganze Nacht wach geblieben und habe versucht, das Problem mit dem letzten Date mit Lukako zu lösen. Du bist ziemlich früh hier, Mayuri. Ehrlich gesagt ist Mayushi hier, um ihre Kostüme mitzunehmen. Ein Frühstück. Sie hat ein Sandwich mitgenommen und einen Kartoffelsalat aus dem nahegelegenen. Also hat ihn dabei in einer Tüte aus dem nahegelegenen Geschäft. Gehst du jetzt zur Komima? Ja, Daru-kun ist bereits mit dem ersten Bus dorthin gefahren. Soka. Nicht erschrecken, Leute. Dose geht auf. Okay, nee, mir wird sich erschreckt. Passt schon. Da hat sie erschreckt zu mir rübergeguckt und gerade beim Ninokuni-Spielen offenbar ist er getroffen worden, vermute ich mal. Von bösen Bossmonstern, hoffe ich. Hahaha. Labernet. Hey, Okarin, wo gehst du heute mit Luka-chan hin? Hattet ihr ein schönes Date? Weißt du, Luka hat bis jetzt noch nicht auf meine Mail seit gestern reagiert. Du hast sie angeschrieben? Ja, Mayushi macht sich ein bisschen Sorgen, weißt du? Natürlich, was auch sonst. Am Tag zuvor ist Lukako in Tränen ausgebrochen, gerade mal 5 Minuten, nachdem wir uns getroffen haben. Und dann haben wir uns wieder getrennt. Das ist der Grund, warum ich Mayuri keine Antwort geben kann. Hast du Luka-chan wieder zum Weinen gebracht? Das würde dann aber auch Mayushi traurig machen. Kanashi. Traurig? Kanashi. Datte ne, Luka-chan wa Mayushi no otomodachi da mo. Ja, traurig. Luka-chan ist doch Mayushis Freundin. Es war Mayuris letzter Tag, an dem sie am Leben war. Und außerdem der letzte Tag mit mir, wo ich zusammen mit Lukako zusammen war. Ich fragte mich selbst, könnte ich es wirklich so enden lassen mit ihnen beiden, dass sie so traurig sind? Enden lassen? Was für ein Recht habe ich zu entscheiden, wann es endet? Meine Arroganz bringt mich zum Kotzen. Und dann, als würde ich mich auf Mayuri verlassen, habe ich angefangen, ihr von meinem neuen Plan zu erzählen. Wirst du den ganzen Tag bei der Komima sein? Ja, warum? Ist es okay, wenn ich Lukako mitbringe? Sie freut sich. Natürlich ist es okay. Mayuri lächelt fröhlich. Hat ein bisschen Milch aus dem Kühlschrank genommen, um das Sandwich runterzuspülen und begann ihr Frühstück zu genießen. Du hast Lukako darum gebeten oder danach gefragt zu cosplayen, richtig? Wie ist es gelaufen? Schlag einen guten vor, Darkness. Ich meine, für Okabe würde ich wahrscheinlich irgendwas mit ich bin ein wahnsinniger Wissenschaftler und so weiter dann zusammenbasteln, aber für Kurisu? Ich wüsste keinen. Spontan zumindest. Einen guten Hunger, Aaron.
Nun, ich konnte sie nicht überzeugen. Ich will sie auch nicht dazu zwingen, weißt du? Dann würde sie Cosplays wahrscheinlich hassen. Also, zusammengefasst, Mayuri hat aufgegeben. Aber weißt du, es könnte eine gute Idee sein, Luka-chan zur Kumima zu bringen. Oh Gott, dann hast du wieder einen Wackelgeist gefangen. Mit einer weißen Mütze? Okay. Du denkst vielleicht, wenn sie andere Cosplayer sehen würde, wie die ihren Spaß haben, dann könnte Luka-chan es auch versuchen wollen? Das ist Gefrierbrand, du Idiot. In Bezug auf unseren Freund 4 Grad Celsius. Ach, wenn man, da würde ich lieber einen Command zu unserem 4 Grad Freund machen, als das auf Vokabel zu schieben, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, 4 Grad Celsius einzugeben ist natürlich immer so eine Sache mit dem Gradzeichen dann, ne? Müsste man Grad ausschreiben, das würde gehen. 4 Grad C oder so. Denkst du, wir könnten sie bei der nächsten Kombi mal zum Cosplayen bringen? Keine Ahnung, das würde ich mich auch fragen. Das wäre super. Mann, ist das Vogelzwitschern laut in dieser Szene gerade. Hey, wirst du Luka-chan auch hier wieder herbringen heute? Oh. Hatte ich vor zumindest. Die Taste erstmal finden, Haron, dürfte für Leute schwierig fallen, manchmal. Würde ich zumindest sagen. Kann man sich leichter zu machen, zumindest. Wirst du auch kommen, wenn... Und schauen... Look at... Und dir meine Kostüme ansehen? Ja, klar. Ja, das würde Mayushi fröhlich machen. Mayuri hat ihre Kostüme in die Tasche eingepackt. Tschüss, Mayuri. Du kommst dann auf jeden Fall, okay? Ich werde auf dich warten. Und ich werde dir den allerbesten Kram zeigen, den du... Schon all the best stuff? Ich werde dir das Beste von der Messe zeigen und damit du morgen auf jeden Fall auch kommen wirst. Ich konnte hören, wie ich mit den Zähnen knirschte. Ich wusste, dass... Egal ob Mayuri... Whether Mayuri would catch us or dependent on me. Also ich wusste, dass wenn ob Mayuri überhaupt den nächsten Tag sehen würde, würde von meinen Taten abhängen. Wenn dieser Tag so ablaufen würde wie geplant, dann würde mein Status als Lukakos zeitweise Freund erstmal zu Ende gehen. Lukako würde wieder zu einem Mann werden und Mayuri würde die Nacht überleben. Sie würde zur Kumima am nächsten Tag gehen, ohne irgendeine Sorge in der Welt. Dieses Monster zum Beispiel weiß nicht, wo das Grad-Symbol ist. Und ich meine, so oft benutzt man das nun auch wieder nicht auf der Tastatur. Ich sag's ja. Da gebe ich vollkommen recht. Mal ganz kurz was schauen. Nee. Helligkeit und so aufdrehen kann ich nicht wirklich, Leute. Aber Lampe anmachen mache ich hier drin jetzt nicht. Kann ich gleich machen. Machen wir gleich. Schauen wir mal nicht weiter. Ja, du machst nicht, Dankeschön. Du bist voll hilfreich. Nee. Ich verdeck die Kamera nicht. Da gehe ich nach selbst darin und mach die Lampe gleich an. Oh, Karin, irgendwas nicht in Ordnung?
Mayuri sieht mich verwirrt an. Sie hatte immer eine sensible Seite, wenn es um Veränderungen in der Luft ging. Also habe ich ein Lächeln aufgesetzt und ihr als Kyohin Kyoma geantwortet. Alles in Ordnung. Ich denke mir noch Möglichkeiten aus, um die Organisation zu besiegen. Lass uns in Ariake uns dann treffen. Heute Nachmittag. Okay, ich werde auf dich warten. Mayuri ist nicht sofort gegangen. Sie stand erst vor der Tür und hat mich angesehen. Das macht's gerade irgendwie nicht sehr viel besser. Mayushi ist immer hier für dich da, wenn du mit jemandem reden musst, okay? Mayuri. War klar, dass du darauf anspringst, Haron, genau in dieser Art und Weise. Wow. Mayuri fliegt geradezu fröhlich aus der Tür hinaus mit ihrer Tasche in der Hand, wie ein weißer Hase, wie der weiße Hase aus dem Wunderland. Das Geräusch ihrer Schritte wird langsam leiser. Jetzt bin ich allein und ich atme tief ein. Das Zeitlimit. The time was. Das Zeitlimit zu dem Zeitpunkt war noch 13 Stunden in der Zukunft. In diesen 13 Stunden war es meine Aufgabe, Lukaku wieder zu einem Mann zu machen. Ich dachte, ich hätte sie wieder zurückändern müssen, zurückverwandeln müssen, aber jetzt. Okari. Eine Stimme ruft mich zurück in die Gegenwart. Dort steht Mayuri mit ihrer Tasche. Daru ist nicht bei ihr. Wahrscheinlich ist sie darüber etwas verstimmt. Schließlich, habe ich mein Versprechen gebrochen, was ich ihr heute Morgen gegeben habe. Du bist gekommen, aber du bist spät. Mayushi hat auf dich gewartet. Ich war wirklich einsam. Es tut mir leid. Ich kann Mayuri nicht in die Augen sehen. Als während Mayuri auf mich vergeblich gewartet hat, habe ich die wahrscheinlich schlechteste Entscheidung für ihr Leben getroffen. Ich habe mich entschieden, Lukaku nicht zurückzuverwandeln. Und sie nicht zu retten. Nein, lass uns nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Ich habe mich entschieden, sie sterben zu lassen. Es ist nicht so, dass ich sie nicht retten will. Das tue ich wirklich. Aber ich kann mich selbst nicht dazu bringen, das notwendige Opfer zu bringen. Luka-chan, wa? Wo ist Luka-chan? Sie kommt nicht. Hast du sie wieder zum Weinen gebracht? Ja. Nein. Meine Gedanken sind chaotisch. Jedes Wort von ihr scheint eine Anschuldigung zu sein. Natürlich, ich weiß, dass es nicht ihre Intention ist, ihre Absicht. Selbst wenn sie wüsste, was ich getan hätte, diese unschuldige Kindheitsfreundin von mir, hat keinen einzigen bitter bone in her body. Hat kein Fünkchen Bitternis in ihrem Körper. Ich will es übersetzen. Es ist mein schuldiges Gewissen, dass Mayuris Worte in Schwerter verwandelt, die sich direkt durch mein Herz bohren. Aber trotzdem, ich kann nicht länger die Vergangenheit verändern. Ich will sie nicht verändern. Also habe ich keine andere Wahl. Keine andere Wahl, als den Tod zu akzeptieren, den diese Welt so sehr sich wünscht. Wenn ich ein normaler Mann wäre, dann würde ich Mayuris Tod akzeptieren müssen, ob ich wollen würde oder nicht. Ich hätte keine Möglichkeit, ihn abzuwenden.
Aber durch Zufall, durch das Schicksal, so will, habe ich die Macht der Götter erlangt, die es mir erlaubt, es immer und immer wieder zu versuchen. Wenn nichts anderes hilft, dann sollte ich dankbar dafür sein, dass mir diese Möglichkeit gegeben wurde. Okari? Kann Mayuri mein Unwohlsein nicht spüren lassen. Sie weiß immer, wenn irgendetwas mich bedrückt. 10 Minuten sind vergangen. Aber 10 Minuten sind noch übrig. Ich wollte diese Zeit mit ihr fröhlich und sorgenfrei verbringen. Das ist das Wenigste, was ich für sie tun kann. Also lege ich wieder die Maske von Yoin Kyoma an. So wie ich es auch für Lukaku getan habe. Anzuruna, Mayuri. Ore to Lukaku wa itatte junchou. Fürchte dich nicht, Mayuri. Die Dinge zwischen mir und Lukaku sind absolut wunderbar. Ano Akihabara no Sakimori taru Mikoto wa tsuyoi enishi de musubarete iru no da. So. Ore to Lukaku wa hanaretaku mo hanarerarenai unmei nano da yo. Diese Miko und ich sind durch ein starkes Band miteinander verbunden. Ja, Lukaku und ich sind durch das Schicksal miteinander verbunden, ob wir es wollen oder nicht. Sosste kyo. Kono ore no IQ 170 wo hokoru haiiro no nosaibou wo motte Lukaku ni egao wo yomigaerasete. Und heute bin ich, das Genie mit einem IQ von 170, zurückgekehrt, um wieder in Lukakos Gesicht zu lächeln. Aitsu wa itta. Ore to issho ni shugyou ga dekite tanoshikatta. To na. Sie sagte es sogar selbst. Es war eine Freude, mit mir zu sein. Be with me in our pursuit of knowledge. Es war für sie eine Freude, mit mir zusammen zu sein bei unserer gemeinsamen Jagd nach dem Wissen. In dem Moment, als diese Worte meine Lippen verlassen, bemerke ich meinen Fehler. Es lässt mich so klingen, als hätte ich mein Versprechen gegenüber Mayuri gebrochen, nur damit ich mit Lukaku Zeit verbringen könnte, oder? Nun, ich denke, das ist es, was passiert ist. Und Mayuri hätte das nicht wissen müssen. Aber Mayuri freut sich trotzdem. Mayuri, so unschuldig wie sie ist, zeigt mir wie so üblich ihr erleichtertes, fröhliches Lächeln. Also gibt es keinen Grund für Okarin und Luka-chan, sich zu trennen, oder? Oh. Wakarenai. Also ganz ehrlich, wenn, dann würde ich eher wieder einen Spendenalarm draus machen und Okabes Gelächter aus dem Anime irgendwie einbauen dann. Das kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Jetzt mach ich mal das Licht an, wir schauen mal den Unterschied für die Kamera, Leute. Moment. Nur damit ihr es wisst, hier hinten ist übrigens eine Tür. Die konnte man nicht sehen, als ich meine Hand vor die Kamera halten sollte. Ja, das ist wieder ein bisschen heller geworden gerade. Jo, das ist doch gut, ich kann die Kameraeinstellung sogar dann so lassen. Ja. Begrüße die Leute. Wenn nur mit einer winkenden Hand. Guck mal, Leute, da ist jemand. Hallo. Na, wie weit bist du? Lass mal probieren. So ruhig. Es hält mich wacher. Ich weiß. Ja, zieh halt über mich her, ey. Übertreib's heute nicht. So ein dreistes kleines Ding. So dreist. Ganz ehrlich, Darkness, ich würde den Command, so wie du ihn geschrieben hast, nur halt vielleicht noch ein bisschen ändern oder so nehmen. Aber dann würde ich den Usernamen reinbauen, von wegen ich bin in dem Fall Darkness, War Dragon, Kyoma oder sowas. Einfach nur, dass es noch ein bisschen mehr Witz hat. Ich habe Bein und Unterkörper, kein Streamer-YouTuber hat das. Wie war das nochmal? Sui sagte immer, er hat unten sowieso nichts an, von daher tut mir leid, wenn ich jetzt den Traum zerstören musste. Und Charon muss sich natürlich bildlich vorstellen, war so klar. Ja, richtig, wir müssen uns nicht trennen.
Ras steht da eigentlich rechts im Bild. Wahrscheinlich was oder was meinst du da? Im Bild in der Webcam. Rechts im Bild? Also. Nee. Ja, also das wäre von mir. Also das wäre rechts bei mir in der Webcam. Wenn du das da hinten meinst. Ja, das ist ein Wäschekorb. Und das ist Shivas Schrank. Da stehen Figuren oben drauf und ihre Spiele darunter zum Beispiel. Um ehrlich zu sein, unsere zeitweise Beziehung ist bereits zu Ende gegangen. Das war zumindest unsere Vereinbarung. Aber ich denke nicht, dass ich das Mayuri erzählen muss. Ja, Shiva hat einen coolen Schrank, da hast du recht. Ja, das ist toll. Dann kann sich Mayushi auf die Komima konzentrieren, ohne irgendwelche Sorgen. Mayuri wa ashita mo sanka suru no ka? Wirst du auch morgen wieder teilnehmen? So da yo. 3 renzok na no. Ja, es geht ja schließlich 3 volle Tage. Hätte nicht fragen sollen. Ich kämpfe gegen den Drang an, mein Handy zu überprüfen. Letzte Mal, als ich nachgesehen hatte, war es 7 Uhr abends. Ich denke, ich habe es nicht in mir, noch einmal nachzusehen. Ich will nicht zuschauen, wie die Sekunden runterticken bis zu Mayuris Tod. Daru ist spät. Ich hatte ihm eben gerade erst angerufen und er sagte, er wäre in der Nähe. Wir müssen nicht wirklich auf ihn warten. Lass uns noch ein bisschen länger warten. Wenn es das ist, was Mayuri will, dann werde ich nicht Nein sagen. Außerdem, ich will nicht, dass Mayuris letzte Momente die sind in einem vollgestopften Bus oder Zug. Und lieber irgendwo, wo sie die Sterne sehen kann. Nicht, dass ich irgendein Recht dazu hätte, den Ort ihres Todes zu entscheiden. Denkst du, wir können Luka-chan jetzt überreden, dass sie irgendwann cosplayt? Aber wie sollen wir das machen? Mayuris Stimmung hat sich komplett wieder erholt. Warum ist sie nur so fröhlich? Hat sie irgendetwas Angenehmes gehört, irgendwo in diesem Teil der Konversation? War es der Tatsache zu wissen, dass die Dinge zwischen mir und Lukaku wieder gut laufen? Oder dass ich mein Versprechen gehalten habe, hier schließlich doch noch herzukommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber Mayuris Lächeln zu sehen, lässt mein Herz zusammenziehen. Luka-chan ga Kirari-chan no cosplay shitara ne, zettai ni iu to omou da. Ich denke, Luka-chan wäre eine absolut perfekte Kirari-chan-Cosplayerin. Luka-chan te ne, Mayushi ga doki-doki shichau kurai kawaii mo. Luka-chan ist so süß, sie lässt Mayushis Herz, das wäre nochmal Throb. Hüpfen? Ja, nicht schlecht. Oder beben, hätte ich fast schon gesagt. Ja, kommt gut hin. Hey, ich habe eine Live-Übersetzerin jetzt neben mir. Wie geil ist das denn? Ich möchte Luka-chans Cuteness über die Leute, zu den Leuten der ganzen Welt bringen. Nicht, du nicht auch, Okarin? Wir klauen uns unseren Job! Oder vielleicht planst du, Luka-chan für dich ganz alleine zu behalten. Aber weißt du, du solltest sie nicht, nicht so ein Monopol auf sie haben. Selbst Mayushi möchte ein bisschen Kyun-Kyun mit Luka machen. Was? Kyun-Kyun. Das macht mir nichts aus. Es ist nicht so, als könnte ich sie für mich selbst behalten. Yay.
Egal, es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich möchte, dass Luka-chan cosplayt. Mayuri ist ganz schön besessen heute von Luka. Von Lukako. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Mayuri hat bis jetzt noch nichts getan, außer über Lukako zu sprechen für die letzten 4 Tage. Seitdem ich angefangen habe, sie zu daten. Luka-chan te hudan otonashii desho? Anmari jibun no iken mo iyo to shinai shi. Luka-chan ist ein ziemlich ruhiges Mädchen, oder? Sie sagt normalerweise nie, was sie denkt. Cosplay suru to ne, hudan no jibun to wa bitsu no jibun ni narerun da yo. Direkt draußen live vor unserem Fenster. Es ist echt gruselig. Ja? Nein, das stört nicht, die Hintergrundgeräusche. Das gehört halt dazu. Es ist nicht schlimm, Schatz. Ich muss das nur gerade erwähnen, Leute, weil ist nicht ihr Kind, genau, nicht ihr Kind, was schreit. Das tun die sowieso nicht. Aber ganz ehrlich, ich hatte mich schon im Zoo drüber gewundert, als wir noch unterwegs waren mit den Kindern. Wie oft können Kinder bitte schön hinfallen? Ganz ehrlich, wir konnten keine 10 Minuten gehen, ohne dass sich ein Kind erstmal volles Pfund aufs Maul gelegt hat. Aber wirklich? Was machst du jetzt so? Das war echt so. Wirklich jede 10 Minuten oder so irgendwo ein Kind hingefallen. Und wir konnten meistens auch live die Performance mit ansehen. Ja, zu oft, genau, Darkness. Mein Gemurmel hat man nicht verstanden. Ich weiß ja nicht, welcher Teil davon Gemurmel war. Nee, ich hatte nur mit Shiva ein bisschen gesprochen. Shiva, warum sollten die Kinder eingeschlossen? Die sind gerade nicht da, ganz einfach. Braucht man nicht einschließen. Wenn man cosplayt, dann wird man zu jemand anderem, als man selbst ist. Hab ich viele Absurden gefangen? Haron, komm bitte wieder in die Realität zurück, damit ich deine Sätze verstehen kann, entschuldige. Was? Das ist auch der Grund, warum ich denke, dass wenn Luka-chan einmal cosplayt, dann würde sie eine neue Luka finden in sich, die, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen peinlich ist. Und wenn das passiert, dann wird sie viel selbstsicherer werden als vorher und vielleicht sogar dich dominieren, Okarin. nein, nenne ich nicht Haron. Und ich glaube, selbst Melly nennt sich nicht so. Und wenn wir uns Pokéfans nennen würden, dann würden wir mehr als nur die ersten paar Generationen spielen. Sie sorgt sich wirklich sehr um Lukaku. Und jetzt und trotzdem weiß ich, dass alle Hoffnung und alle Träume, alle ihre Träume vergeblich sind. Plötzlich wird Mayuri ganz still. Sie sieht nach oben und hebt ihre Hand hoch über ihren Kopf, als wollte sie die Sterne fangen, die im Nachthimmel am Glänzen sind. Der Stardust Handshake. Hoshi wa mieru ka? Kannst du die Sterne sehen? Man kann die Sterne hier viel klarer sehen in Ariake als in Akiba. Wenn die Sterne doch nur ihren Ruf beantworten würden. Wenn sie doch nur... Only she could melt? Wenn sie doch nur in ihrer Umarmung dahin schmelzen könnte. Was für eine Erleichterung das wäre. In der Vergangenheit, wenn sie nach dem Himmel gegriffen hat, dann habe ich sie immer wieder zur Erde zurückgeholt, damit sie nicht von mir davon schwebt. Aber heute wage ich es nicht. Was denkt Mayuri, wenn sie nach dem sternenüberzogenen Himmel danach reicht? Ich habe sie vorher noch nie gefragt. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Na, Mayuri. Oi! Okarin! Mayushi! Etwas schlechtes Timing, da kommt gerade jemand angelaufen offenbar. Daru rennt zu uns rüber und ruft unsere Namen. Ganz ehrlich, den einzigen Pokédex-Eintrag, den ich noch halbwegs im Kopf habe, sind wenn die zu Traumato und oder Hypno. In puncto, nachts empfühlen sie kleine Kinder.
Aber das sind auch Dinge, die man etwas öfter mitbekommt, sag ich mal. Das hat ja zum Beispiel Sui, glaube ich, auch öfters mal erwähnt gehabt, wenn er mal eins begegnet ist. Oh, Daruku! Osoyo! Daru, du bist spät! Und da ist er. Warui, warui. Ja, Senrihin no Kakunin ni temadotta de gozaru. Oh, tut mir leid, Mann. Es hat ewig gebraucht, um meine Kriegsbeute zu überprüfen. Ich weiß nicht, was Spoils in dem Punkt zusammen heißt. Okay, Darus Rucksack ist bis zum Rand gefüllt. Er trägt außerdem vier Papptaschen mit sich rum, mit diversen Moe-Bildern da drauf. Wie, Such Seal. Was wäre Seal in dem Punkt? Ups, ich hab vergessen, was zu veröffentlichen. Upsi! Egal, dann lassen wir es halt. Jetzt ist eh zu spät. Seal. Eifer. Solcher Eifer. Ah, okay. Gut. Gut zu wissen. Ein Skinny Seahorse hat sich auch noch hierher verhört. Ich hoffe, du isst in Zukunft mehr, damit du nicht ganz so dünn bist. Hallo Seahorse! Na, Abend! Dann lass uns gehen. Mayuri steht auf, um uns den Weg zu leiten, und wir gehen in Richtung des Bahnhofs. Ein direkter Shuttlebus nach Akiba, oder der direkte Shuttlebus in Richtung Akiba, fährt heute nicht mehr. Das kenne ich aber auch, Darkness. Meine Mutter hatte mal angefangen, Pokémon zu spielen, und sie hat es nicht geschafft, das Haus zu verlassen, das Starthaus. Weil sie nicht verstanden hat, dass dieser Teppich, der am Eingang, diese Fußmatte, den Ausgang symbolisieren soll und dass man da runter und rauf gehen kann, um das Haus zu verlassen oder zu betreten. Sie hat es nicht geschafft, das Starthaus zu verlassen. Ja, ist schwierig, ne? Oh, es war so heiß heute, ich hätte sterben können. Wie war das Cosplayen? Die Brise hat sich toll angefühlt. Vielleicht solltest du nächstes Mal auch selbst cosplayen. Und wann bist du hier angekommen, Ocarin? Hast du irgendwas gekauft? Ja. Nö. Oya, oya, nanka kuraku ne? Kanojo mochi no riyajuu no kuse ni. Naze ni sonna kao shite yagarimasu ka? Ich glaube, Daru sind immer noch böse Leute. Warum so grimmig? Du hast jetzt eine Freundin wie diese ganzen anderen dreckigen Normalos auch. Du hast kein Recht, depressiv zu sein. Okari? Dokas? Mayuris Stimme endet abrupt. Ihre Tasche fällt auf den Boden. Es ist Zeit. Mayuri drückt ihre Hände an die Mitte ihrer Brust. Ihr Gesicht verzieht sich vor Schmerz. Ich sehe es passieren in Zeitlupe, Bild für Bild. Langsam, langsam. Sie fällt. Es ist so plötzlich. So plötzlich. Und trotzdem. Und so schaffe ich es nicht, sie zeitig aufzufangen. Warum auch immer gerade man den Rock von ihr sehen konnte, okay? Mayuri fällt zu Boden, bewegungslos. Mayushi. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht atmen. Merkwürdigerweise fühle ich keine Trauer. Alles, was ich fühle, ist Reue. Ich wusste, dass das passieren würde. Und ich hätte es verhindern können. Derjenige, der Mayuri getötet hat, war ich. Mayushi! Do shitan da yo? Was ist los?
Daru schmeißt seine Taschen zur Seite und rennt zu Mayuris Seite. Er hebt sie auf und schlägt sie ein wenig über die Wange, um sie wieder wach zu rütteln. Ich beobachte das Ganze, als wäre ich einfach nur ein Gaffer, ein Zuschauer. Sie atmen nicht mehr. Was passiert hier? Was zum Teufel ist hier los? Okarin! Mayushi-ga! Mayushi-ga nanka hen da yo! Irgendwas stimmt nicht mit Mayushi! Shindan da. Sie ist tot.